Zur Feier des Tages habe ich folgendes Gedicht verfasst. Ob du, ob Moll, er ist immer toll, unser Helmut Herlet. Und du wirst nicht nur heute die kleinen Tasten bedienen, sondern du musst für mich jetzt auch noch was aufschreiben. Nämlich die vier Begriffe, die heute mal ein bisschen was anders sind für das Lied, das ihr singen sollt. Ich hole nämlich jetzt, hier ist ein Mikrofon, ich hole mir nämlich jetzt einen Freiwilligen aus dem Publikum. Keine Angst, meine Damen und Herren, Sie müssen nicht singen. Das müssen nur die vier Komödianten machen, die so fröhlich da sitzen. Aber ich schau mal, wen könnte ich denn mitnehmen? Man kann sich wieder gar nicht entscheiden. Freiwillig ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Hallo. Ja, Sie haben so nett gelacht. Das ist, kommen Sie auf mein, einfach, kommen Sie einfach mit. So. Einfach auf das Stückchen rumlachen. Einfach, oder? Genau. Und auf das. Auf den Hocker. Setz dich ruhig auf den Hocker. Auf den Hocker. So, Helmut, du musst jetzt schön notieren. Setz dich aber drauf. Ihr Name? Sabrina. Sabrina, das wäre der erste Begriff. Sabrina. Schreib sie jetzt da oben. Wo kommen Sie her? Aus Oberhausen. Oberhausen wäre unser nächster Begriff, der eingebaut werden muss. Nicht so schnell. Ja, Sabrina, Oberhausen. Okay. Lieblingsessen, gibt es da was? Spaghetti. Spaghetti. Kann man das schön sehen? Ist das der nächste Spaghetti? Begriff? Spaghetti wäre jetzt... Ist das mit der Rechtschreibreform nicht unglaublich einfach oder kompliziert? Was mögen Sie denn an sich am liebsten? Dass so ehrlich bin. Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit. Herrlich. Und schon so, ihr Lieben, kommt doch einfach hier herbei. Verteilt euch doch hier schön hin. Barbara, Olli, Elton, Lars. Um Sabrina. Was für eine kleine Melodie hast du uns denn mitgebracht, Helmut? Ich nehme jetzt das... Ach, ich mache irgendwas Balladeskes bei dem tollen Thema. Ja, eine schöne Ballade. Es wird nämlich jetzt eine Ode an einen, an eine von Ihnen, meine Damen und Herren. Gott, ey. Sabrina, an Sabrina. Ist mein Reim. Da reimen sich doch ganz viele Sachen drauf. Finde ich auch. So, wir hören die längst fällige Ode an unsere Zuschauerin Sabrina. Du stiegst heute ins Auto, fuhrst hierher und dachtest ab dann gar nichts mehr. Oh, Sabrina, ob fern oder nah, du magst es, wenn alles ist wahr. Oh, Sabrina, oh, Sabrina, schon der Name klingt geil. Geil, geil, geil. Oh, Sabrina, ob in Bielefeld oder der Frankfurter Zeit. Oh, Sabrina, als ich deinen Namen hörte, bekam ich Ohrensausen. Denn der sexyste Ort auf der Welt ist Oberhausen. Oberhausen. Oberhausen! Come on! Sabrina, du kannst unheimlich gut kochen. Wir beide vorm Kühlschrank, wie in 9,5 Wochen. Und eines vergesse ich nie, wie wir zwei saugen an dem Spaghetti. Sabrina, du süße Maus, ich nehm dich mit zu mir nach Haus und zieh mich nackig aus. Oh mein Gott! Oh, Sabrina! Sabrina,
Dort habe ich meinen Bär befreit. Oh Sabrina, ist das ein Zeichen meiner Ehrlichkeit? Oh ja. Yeah.